Willkommen zu einer neuen Folge Animal Crossing New Leaf, mal wieder bei Regen. Wer hätte es gedacht? Ich schaue jetzt erstmal in den Briefkasten, wir haben ja gestern ganz viele Briefe verschickt. Wow, es passt genau perfekt in unseren Briefkasten rein. Und ja, ich würde sagen, wir stellen uns vielleicht einfach mal hier so wohin, wo es schön ist. Oh, hier ist ein Fossil oder sowas. Okay, nein, es ist ein Geroid. Aber ich würde sagen, wir stellen uns hier einfach mal so ganz hübsch irgendwie so hin in die Ecke. Oder auf die Brücke. Wir können auch auf die Brücke. Moment. Dieser Stein gehört da doch nicht hin, oder? Ja, das habe ich mir doch gedacht. So. Und dann lesen wir jetzt mal in Ruhe unsere ganzen Briefe. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht von allen Bewohnern ein Geschenk bekommen habe. Fangen wir mal mit Keks an. Hallo Milu, juhu, 9 Briefe von Mama und einer von dir. Wow, seine Mama muss ihn ganz schön lieb haben. Briefe schreiben ist ja ganz schön, aber wir könnten uns doch auch mal treffen. Schreib mir wieder, ja? Man sieht sich. Keks. Dann haben wir einen Brief von Flora bekommen. Liebe Kumpeline Milu, ich habe immer gewusst, dass wir ähnliche Sachen mögen. Wir sollten uns gegenseitig inspirieren. Hier hast du ein Dankeschön für das trendy Möbel von letztens. Von deiner Flora. Genau, wir haben ja denen so Möbel und so geschickt. Mal schauen, was uns Flora zurückgeschenkt hat. Ein Sternchentop. Okay, das gefällt mir nicht so. Das können wir gleich verkaufen gehen. Dann von Marina. Sei gegrüßt, Milu. Ich habe den Brief von dir aufmerksam gelesen. Danke. Man kann vieles über sich herausfinden, indem man Freunden Briefe schreibt. Schreib mir mal wieder. Beste Grüße, Marina. Dann haben wir noch einen Brief von Sondrine. Sei gegrüßt, Milu. Ich habe deinen Brief sicher schon 20 Mal gelesen. Ich hoffe, dir ist bewusst, dass deine Briefe zu unkontrollierten Lächeln führen. Ich schreibe bald mehr. Deine Sondrine. Dann ein Brief von Bella. Wie geht's? Wie steht's? Dein Geschenk war ja echt erste Sahne. Hammer. Dafür kriegst du jetzt auch was. Und weil es von mir kommt, muss es cool sein. Viel Spaß damit. Mach's gut. Bella. Und von Bella haben wir... Oh, wir haben eine Kirsche bekommen! Ah, ich raste aus! Wir haben eine Kirsche! Wir haben das nächste Obst. Okay, ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich hier nicht alles zusammenschreie. Aber ich freue mich gerade so krass, weil wir haben jetzt einfach die dritte Frucht. Ich bin gerade voll happy. Das heißt, es fehlen, glaube ich, nur noch Birnen und Pfirsiche. Oh, ich freue mich gerade so übertrieben, Leute. Okay, dann haben wir einen Brief von Thorsten. Wie geht's, Milu? Vielen Dank für deinen netten Brief an den Neuen in der Stadt. Du bist wie ein Coach, der das Talent erkennt und es zur Goldmedaille führt. Nur, dass ich schon eine habe. Muskelgrüße, Thorsten. Hä, habe ich davor Thorsten noch nie einen Brief geschrieben? Ich weiß es gar nicht. Dann haben wir einen Brief von Sabine bekommen. Hallo Milu. Ach, wie glücklich du mich mit dem Geschenk machst. Ich habe auf die richtige Gelegenheit gewartet, dir das hier zu überreichen. Hoffentlich magst du es. Viele Grüße, Sabrine. Sabine. Ich will immer Sabrine sagen. Was ist mit mir? Wegen Sondrine oder Sandrine, Sabine. Oh, es ist zu nah, der Name. Von Sabine haben wir eine Schmutzwand bekommen. Und dann haben wir noch einen Brief von Grisha. Wie geht's dir, Milu? Für deinen Brief kann ich dir gar nicht genug danken. Immer, wenn sich meine Laune etwas verschlechtert, lese ich ihn und bin sofort wieder gut drauf. Dein Tanzbär Grisha. Okay, Tanzbär finde ich auch irgendwie... Egal, ich will darüber jetzt keine Debatte aufmachen. Wir sollten uns auf jeden Fall mal einen coolen Platz für unsere Kirsche suchen. Ich will die eigentlich nicht direkt vor meiner... Also vor meiner Haustüre pflanzen. Wo könnten wir die Kirsche pflanzen? Heute ist Miranda da. Zu der können wir auch gleich reingehen. Aber jetzt müssen wir erstmal einen coolen Platz für die Kirsche suchen. Vielleicht hier so neben dem Rathaus? Moment. Ah. Das hat gedauert. Voll komisch, dass man manchmal nicht so auf erstmal... trifft. Eine Blankomode. Okay. Stopp. Da hinten ist Keks. Ja, vielleicht noch eins weiter nach unten. Vielleicht hier. Weil hier ist es auf jeden Fall ganz sicher, dass sie wächst. Ich habe nämlich richtig Panik gerade, dass sie denn nicht wächst. Aber ich glaube, jetzt müsste sie wachsen.
So. Vielleicht sollte ich den Bewohnern öfters Briefe schreiben. Dann bekomme ich Früchte. Sprechen wir mal mit Keks, wenn er... Ups. Eh hier schon so rumsteht. Regen, Regen, Regen. Bei Sonne hat man in New Leaf irgendwie mehr Spaß. Was wolltest du von mir? Kannst du mir vielleicht mit etwas helfen, Milu? Also, ich habe ein Geschenk für Thorsten, aber vielleicht wäre es besser, wenn du ihm gibst. Wegen der Überraschung nämlich. Kannst du dazu auch singen? Ey, das war ein Scherz, okay. Aber kannst du ihm mit bitte mein Geschenk bringen? Okay. Super, hier ist das Geschenk. Irgendwie hat Keks richtig oft was für Thorsten. Achso, kannst du das bitte heute noch erledigen? Ja, das kann ich machen. Warum hat er so oft was für Thorsten? Irgendjemand anderes hat doch auch gestern gesagt, ich glaube, Grisha hat irgendwas gesagt, von wegen Keks und Thorsten und dass die sich so gut verstehen und so. Aber keine Ahnung, ob da was dran ist. Ich habe gestern übrigens noch ein bisschen meinen Schrank ausgemistet und ein paar Möbel verkauft, weil ja in der Fundgrube das Angebot war, also... Ja, dass die mehr für Möbel zahlen. Das habe ich dann noch genutzt. Wo ist denn Thorsten? Trainieren, okay. Hm. Oh, wir haben News am schwarzen Brett. Wieder geöffnet. Heute wird unser Laden als Schnäppchenmarkt wieder eröffnet. Das Angebot ist jetzt größer denn je. Schlepp und Nepp. Oh, stimmt. Da fällt mir gerade ein, dass Melinda mir eine Durchsage gemacht hat, dass der größer ist, dann bietet sich das ja an, mal da vorbeizuschauen, oder? Okay, ich habe falsch gedacht. Ich dachte ja, dass die Gärtnerei dann mit Schlepp und Nepp verbunden ist. Aber anscheinend doch noch nicht. Wahrscheinlich dann erst auf der nächsten Ladenstufe. Hereinspaziert! Willkommen im Schnäppchenmarkt! Am Tag der großen Eröffnung, komm nur rein! Okay. Irgendwie habe ich diese Ladenstufe komplett vergessen. Ich dachte, also die habe ich irgendwie voll ausgeblendet in meinem Kopf. Ich dachte, da kommt jetzt gleich die nächste Stufe, wo man dann rüber kann und die Gärtnerei dann verbunden ist. Aber ich würde sagen, wir kaufen einfach mal alles ein, damit wir wieder hier unsere Ausbaustufe bekommen. Das Western-Regal finde ich sowieso voll schön. Wir haben sogar zwei Sachen aus der Western-Serie. Western-Anrichte und Western-Regal. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal die Western-Möbel aufstellen. Ich kann nicht reden. Giraffenmesslatte. Die nehmen wir auch mit. Oh nein, ich habe zu viel Zeug in den Taschen. Hä? Habe ich wirklich schon so viel Zeug dabei? Okay, dann packen wir mal jetzt ganz kurz... unser Werkzeug weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann können wir das noch mitnehmen. Und kaufen. Und dann können wir uns noch die Tapeten anschauen. Schauen wir uns mal die Azur-Tapete an. Ja, keine Ahnung. Ich finde die jetzt nicht wirklich schön, aber wir können sie einfach mal mitnehmen. Und weil ich ja meinen jüngeren Bruder schlepp, kannst du ja ab Montag wieder im Laden antreffen. Okay, interessant. Weil ich ja fast keinen Platz in den Taschen habe, verkaufen wir jetzt hier mal ein bisschen Zeug. Das Sternchentop, ja, das müssen wir auch weg. Die Schmutzwand, ach komm, weg damit. Giraffenmesslatte, weg. Den Videofernseher können wir auch weg. Und die Azur-Tapete können wir auch gleich wieder verkaufen. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Platz. Eine Laborwand. Okay, das sieht nicht so schön aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee. Nehmen wir nicht mit. Ein Kreisteppich. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Ja, nee, den hatten wir schon mal. Den haben wir verkauft. Ein Birkenboden. Den finde ich aber richtig schön. Den müssen wir mitnehmen. Okay. So, und hier gibt es jetzt so eine Melodiekarte. Das ist auch neu. Und es gibt jetzt Medizin. Oh, wir können jetzt Medizin kaufen. Und es gibt ein Megafon.
Ah, das Megafon. Eine gute Wahl in der Tat. Das macht doch 500 Sterne. Sind wir im Geschäft? Vielen Dank für den Einkauf. Übrigens, weißt du, wie man dieses Item verwendet? Erklär mal. Ich weiß es eigentlich, aber ja. Das Megafon kannst du benutzen, um nach Einwohnern zu rufen, die draußen herumlaufen. Das kann sehr nützlich sein, wenn du auf der Suche nach einer bestimmten Person bist. Auf der Einkaufsmeile ist das Rufen mit dem Megafon aber streng verboten. Wenn du es benutzen willst, wähle es zuerst in deinem Inventar aus, halte dann A gedrückt und sprich den Namen der gesuchten Person in das Mikrofon deines Systems. Im Online-Modus wird das Megafon jedoch durch elektromagnetische Strahlung gestört. Funktioniert nicht. Okay, gut. Dann wissen wir das heute auch schon. Oder wissen wir das auch? Hä? Keine Ahnung, warum sich das Wörtchen heute in diesen Satz verirrt hat. Manchmal, ja, rede ich sehr komische Sachen. Bei Gerd gibt es mal wieder ein Zedernbäumchen. Ich liebe die Zedernbäumchen. Ich finde die so schön. Und die Axt nehmen wir auch mit. Ich bin die ganze Zeit am Äxte kaufen. Ich weiß, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube fest daran, dass irgendwann dieser Moment kommen wird, in dem ich dankbar darüber bin, dass ich die ganzen Axtsachen, vor allem Axtsachen, ich meine die ganzen Äxte gekauft habe, weil wir dann Äxte brauchen. Ich glaube, dieser Moment wird noch kommen. Da gibt es einen Melonenhut oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Ja, Melonenhut. Nehmen wir mit. Das ist sehr witzig. Und was ist das? Eine Afro-Mütze? Was ist das für eine Cappy oben drauf? Also, ist das eine Cappy auf dem Afro drauf? Keine Ahnung. Naja, egal. Und dann steppen wir noch ganz kurz zu Schubert rein. Dann müssen wir ins Museum gehen. Weil das haben wir jetzt ausgebaut. Okay, irgendwie hat Schubert oft nicht so, ja, coole Sachen. Ja, der Rest ist irgendwie echt nicht so. Dann gehen wir mal wieder. Und gehen direkt ins Museum. Ja, zusammensilt müssten wir eigentlich noch. Da habe ich jetzt halt keine Früchte dabei. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal ins Museum. Huh? Verzeihung. Willkommen im Museum von New Leaf. Kann ich Ihnen mit irgendwas behilflich sein? Okay, er sagt uns nichts Besonderes dazu, dass der zweite Stock jetzt da ist. Also würde ich sagen, gehen wir einfach mal straight up nach oben und schauen, ob vielleicht Euphemia uns was zu sagen hat. Okay. Ich wollte nur wissen, ob ich den Aal stiften kann, aber anscheinend nicht. Ich bin gespannt, ob Euphemia mit uns spricht. Ach du meine Güte! Ich bitte um Verzeihung! Ich habe nur meine Augen ausgeruht. Tja, also, willkommen im Obergeschoss des Museums von New Leaf. Hier findest du den Museumsladen sowie unsere Räume für Sonderausstellungen. Dank dir konnten wir dieses Obergeschoss eröffnen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Du bist zum ersten Mal im Obergeschoss, stimmt's, Milou? Wenn du nichts dagegen hast, würde ich dir gern einiges über dieses Stockwerk erzählen. Dann leg mal los. Diese Räume stehen den Bürgern dieser Stadt für ihre ganz eigene Ausstellung zur Verfügung. Sag mal so Bescheid, wenn du einen Raum gegen eine kleine Gebühr nutzen willst. Du kannst ihn dann nach Belieben einrichten, ganz so, wie du es bei dir zu Hause machen würdest. Über die Schließfläche neben der Treppe hast du Zugriff auf Items aus deinem Schrank zu Hause. Auf diese Weise kannst du auch Sachen verstauen, die du gerade mit dir herumträgst. Viel Spaß bei der Zusammenstellung deiner ganz persönlichen Ausstellung, Milou. Das ist eigentlich schon alles, was du über die Ausstellungsräume im Obergeschoss wissen musst. Wir verkaufen hier auch einige Souvenirs, also komm doch ab und zu mal vorbei. Manchmal haben wir spezielle Items im Angebot, wenn die Sammlungen im Erdgeschoss größer werden. Und wir können uns ein Silberkescher kaufen.
Mit diesem Angebot feiern wir die 30. Spende für unsere Insektensammlung. Der Preis dafür beträgt 500 Sternis. Dann können wir ab jetzt unseren Kescher gegen den Silberkescher austauschen. Das ist eine Museumstapete. Okay. Nee, die brauchen wir nicht. Und was ist das hier? Das ist ein Empfangstisch. Okay. Ja, den brauchen wir auch nicht. Aber ich freue mich gerade sehr darüber, dass wir den Silberkescher jetzt haben. Das bedeutet, wir können unseren normalen Kescher austauschen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ein Silberkescher bringt. Ich schaue das jetzt mal ganz kurz nach. Also ich habe mal nachgeschaut. Bei den Keschern ist es so, da gibt es ja drei Stufen. Es gibt einmal den normalen Kescher, es gibt einmal den Silberkescher. Den kann man im Museumsladen kaufen, nachdem das 30. Insekt gespendet wurde. Und der Silberkescher hat einen größeren Fangbereich. Also es bedeutet, man kann wahrscheinlich viel leichter mit dem Insekten fangen. Und dann gibt es noch einen Goldkescher. Dafür muss man aber allerdings jedes Insekt einmal gefangen haben. Also wir müssen quasi unser Fangbuch vollständig haben. Und dann müssen wir mit Kaleon sprechen. Das ist der NPC, der das Insektenturnier leitet. Also zum Goldkescher haben wir noch einen weiten Weg. Aber ich bin stolz darüber, dass wir jetzt erstmal den Silberkescher freigeschalten haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Richtung City. Also, ich meine damit zu uns ins Dorf. Oder in die Stadt. Oder keine Ahnung, wie auch immer man es nennen möchte. Eigentlich könnten wir mal wieder ein neues Bild im Fotoautomaten aufnehmen, finde ich. Das machen wir doch mal. Auch aus dem Grund, weil man... Ah, man kann jetzt Emotionen machen. Das Foto habe ich jetzt aufgenommen aus dem Grund, weil wir ja... Wenn wir bei DJ KK sind, dann gibt es so eine... hier ist eine Zuchtblume gewachsen. Dann gibt es so eine Dia-Show im Hintergrund, wo so unser Bild kommt. Oder ein Bild von uns. Und... ja, da haben wir noch diese drei Zöpfchen, die blonden drei Zöpfchen gehabt. Und deswegen, ja, dieses Bild wollte ich jetzt kurz loswerden. Ich gehe mal ganz kurz in die Fundgrube, um etwas anderes loszuwerden. Was für ein Übergang. Denn ich möchte hier ein bisschen Zeug aus meinen Taschen loswerden. Deswegen verkaufen wir jetzt einfach mal ein bisschen was. So. Ah, Moment. Ich wollte nämlich noch meinen Kescher mitverkaufen. Den habe ich vergessen. Denn den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Weil ich habe ja jetzt einen Silberkescher. Unser Megafon können wir auch mal in die Briefe stopfen. Die Schaufel eigentlich auch. So, und jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz in den Taschen. Und müssen noch Thorsten finden. Übrigens habe ich die Zuchtblumen alle abgeerntet. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich hatte die ja mal so an den Rand gepflanzt. Hier oben an den Rand. Da hatte ich die mal hingepflanzt eine Zeit lang. Die habe ich von da jetzt weggenommen, weil ich irgendwie Angst habe, dass die kaputt gehen oder so. Und habe sie in den Schrank gepackt. Hier habe ich einen Apfelbaum gepflanzt, um herauszufinden, ob dort ein Busch wachsen würde. Und es wächst tatsächlich ein Busch. Deswegen wissen wir das für jetzt. Also jetzt dann. Sieht irgendwie voll süß aus, dass, also wenn man das so abhackt und der noch auf der kleinsten Stufe ist. Sieht irgendwie voll süß aus. Damit könnte man actually auch seine Stadt dekorieren. Ja, genau, also die Blumen, genau, das wollte ich noch sagen. Die Zuchtblumen, die habe ich alle in den Schrank gepackt oder Schließfach oder wie auch immer. Damit die nicht irgendwie kaputt gehen oder irgendwas verloren geht. Und mit denen können wir dann irgendwann mal unsere Stadt dekorieren. Aber jetzt müssen wir erstmal Thorsten finden. Wo ist Thorsten? Oh, hier ist ein Geschenk. Dafür brauche ich erstmal meine Schleuder. Ah, das war ganz knapp. Vorm Fluss noch. In dem Geschenk ist eine Ballonkommode. Irgendwie habe ich die jetzt schon fünfmal bekommen, gefühlt so. Also zumindest gefühlt. Wo ist Thorsten? Wo ist Thorsten? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Schon wieder ein Geroid.
Ich mag sie einfach nicht. Ich werde sie nie mögen. Hier ist nur Grisha und Leonardo. Oh, hier ist der Geldstein. Nicht schlecht. Müssen mal gucken. Wo wir ja nicht so viel Platz in den Taschen haben. Was ist denn hier los? Er will irgendwas von mir. Grisha. Hey Milu, endlich habe ich dich eingeholt. Kua, ich hätte gern eine ganz bestimmte Frucht, Milu. Aber sie wächst leider nur in anderen Städten. Allein der Gedanke an einen Pfirsich macht mich ganz verrückt. Ich muss unbedingt einen essen. Kannst du mir einen bringen? Wie denn? Verstehe, Milu. Ich hätte dich gar nicht fragen sollen. Ich mach's einfach selber. Ja, du kannst mir ja einen Pfirsich mitbringen. Mann, immer alle fragen mich nach einem Pfirsich. Ich hätte auch gerne einen Pfirsich. Aber niemand schenkt mir einen. Das ist doch blöd. Aber nein, Leute. Wir wollen keine negativen Vibes hier. Weil... Oh! Grisha macht so Bärenstapfer. Wie süß sieht das denn bitte schon aus? Wir wollen hier keine negativen Vibes heute. Weil wir haben ja eine Kirsche bekommen. Das ist ja zu krass einfach. Also... Oh, hier ist Thorsten. Heute ist eigentlich ein guter Tag. Hey, Milu. Weißt du... Was du mal ausprobieren musst? Tischtennis im Regen. Brummel, was kann ich für dich tun? Ich habe eine Lieferung. Eine Lieferung für mich? Heiliger Flatterball. Oh, Keks läuft da hinten links. Oh, das ist ja von Keks. Attacke! Ich liebe es, Pakete zu öffnen. Hey, eine Läuferjacke. Vielleicht ziehe ich sie später an, wenn keiner dabei ist und zusieht. Mein muskulöses Herz wurde erweicht von dieser tollen Geste. Danke, dass du quer durch die Stadt gejoggt bist für mich, Milu. Höchste Zeit für ein Dankeschön. Diese Durianfrucht gehört jetzt dir. Ah, schade, die habe ich schon. Hättest du mir nicht eine Pfirsich geben können? Haha, ein sportlich elegantes Dankeschön. Mann, du hättest mir eine Pfirsich geben können oder eine Birne. Okay, aber egal, ich will nicht unzufrieden sein. Ich bin überhaupt froh, wenn mir meine Bewohner eine Frucht schenken. Das ist schon mal cool. Ich dachte nämlich immer nur, dass man maximal zwei verschiedene Früchte bekommen kann. Und jetzt erzählen wir mal Keks, dass wir seinen Auftrag erledigt haben. Huhu, Milu, geht's nach mir? Ist der Regenwalking ein Extremsport? Clef. Was wolltest du nochmal? Ich hab's abgeliefert. Danke, dass du Thorsten mein Geschenk gegeben hast. Sag mal, wie hat Thorsten eigentlich reagiert? Das war so... Oh, Thorsten hat's noch gar nicht anprobiert. Na, vielleicht hebt er es sich für eine besondere Gelegenheit auf. Oh, ich glaube, er wollte, dass Thorsten es anzieht. Armer Keks. So, heute campt auch mal wieder niemand. Irgendwie hat schon ewig niemand mehr bei uns gecampt. Ach ja, genau, Smeralda ist ja heute da. Dann gehen wir doch jetzt mal zu Smeralda. Und schau mal, was die uns heute zu erzählen hat. Ah ja, ich sehe etwas. Ein Planetarium ohne Besucher, zwar geöffnet, doch ohne Sterne am künstlichen Firmament. Ich kann die Zeichen sehen. Oh ja, ich sehe Unglück für deinen Geldbeutel voraus. Was? Eine Sonnenbrille. Das ist der Schlüssel, der dir es ermöglichen wird, Unglück aus dem Weg zu gehen. Okay, alles klar. Was für ein Unglück für meinen Geldbeutel sieht sie voraus? Ich hoffe, dass es dir und deinem hilft, großes Unglück abzuwenden. Und denk daran, Unglück ist nur Glück, das nicht da ist. Okay, Smeralda. Das mit dem Unglück im Gelbbeutel finde ich jetzt nicht so schlimm, weil wir haben ja relativ... Könnte sich das auf die Rüben beziehen? Vielleicht? Maybe? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir haben ja eigentlich genügend Sternis, also es ist jetzt nicht so, dass wir auf Krampf irgendwie Sternis brauchen. Oh, ein Fossil. Ja, apropos Rübenpreis, den habe ich irgendwie vergessen zu fragen heute.
Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Fundgrube und fragen einfach mal nach dem Rübenpreis. So, Rübenpreise. 111 Sternis. Okay, das ist auf jeden Fall mehr, als für was wir es eingekauft haben. Wir haben die Rübe für, ich glaube, 96 Sternis eingekauft. Ups, ich wollte das eigentlich kaufen. So, kaufen. Und irgendjemand ist gerade reingekommen. Marina! Und Marina hat das Oberteil an, das ich ihr geschickt habe. Ein Brief, glaube ich. Also, ich bin mir nicht 100% sicher, aber von hinten hat es die gleiche Farbe. Ja, es ist das Oberteil. Es ist das Stewardess-Oberteil. Ich finde das voll cool. Ich finde es so cool. Sie hat es einfach angezogen. Und es steht ihr voll gut, finde ich. Also von der Farbe her steht es richtig gut. Steht es ihr richtig gut. Oh, ich kann nicht reden. Nice. Ich bin voll happy. Ich glaube, ich muss meinen Bewohnern öfter mal Briefe schreiben. Okay. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir müssen eigentlich unsere Rüben verkaufen bei so einem guten Rübenpreis. Die sind ja in meinem Schrank. Jetzt muss ich die nur noch suchen. Wir können hier vielleicht auch mal ganz kurz so ein bisschen Zeug ablegen. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Also irgendwie hat das mit dem Unglück im Gelbbeutel wohl nicht so gestimmt, Smeralda. Und Bella ist da. So, dann verkaufen wir mal die Rüben. Fast 10.000 Sternis. So, vielleicht hier noch den Gyroiden ausstellen. So, 828 mal 3 sind 2484. Also können wir das hier für 2483 ausstellen. Und hoffen, dass es jemand kauft. Zum Beispiel Bella. Wir können sie jetzt mal dahin schubsen und schauen, ob sie es kauft. Hallo. Willst du es kaufen? Nein, du sollst das hier kaufen. Hallo. Du sollst es kaufen. Kauf es! Kauf es! Kauf es! Ich weiß nicht, ob es geht mit dem Kaufen, weil sie war ja schon im Laden. Und vielleicht kann es sein, dass es nur geht, wenn die... Also, dass sie es nur kaufen, wenn es schon drin war, bevor sie reingekommen sind. Das sehe ich meine... Ich habe es ja jetzt erst gerade ausgestellt, deswegen... Ich glaube irgendwie, dass es gerade nicht funktioniert. Aber ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal nach dem nächsten Stadtverschönerungsprojekt. Darauf habe ich jetzt auf jeden Fall Lust. Ich habe auch schon, weil wir hier jetzt gerade an der Flagge vorbeirennen, an der Stadtflagge, eure Kommentare unter dem Video gelesen, wo ich gefragt habe wegen der Stadtflagge. Danke auf jeden Fall an jeden einzelnen Kommentar. Ach so, ja, genau, der Museumsausbau ist fertig. Wir können eine Feier abhalten, dann feiern wir das gleich mal. Aber ich wollte sagen, ich habe eure Kommentare natürlich fleißig gelesen unter dem Video und bin euch natürlich, wie gesagt, für jeden einzelnen Kommentar dankbar. Und ich würde sagen, dass wir in den nächsten Folgen irgendwann mal, vielleicht morgen, übermorgen, wann ich Zeit habe. Es ist aktuell so ein bisschen bei mir auch der Fall, dass ich leider nicht so super viel Zeit habe. Und es mit der Stadtflagge ein bisschen aufwendiger ist. Aber sobald ich Zeit habe, werde ich mich darum kümmern. Und dann werden wir die Stadtflagge ändern. Und dann werde ich vielleicht auch nochmal die Stadtmelodie ändern. Auf die Theme-Musik von Animal Crossing New Leaf, habe ich mir gedacht, könnte ganz gut zum Stadtnamen passen. Aber wie gesagt, das machen wir nicht jetzt, sondern irgendwann mal in einer der nächsten Folgen. Jetzt feiern wir erstmal die Eröffnung vom Museum. Die Feier findet vor dem Bahnhof statt. Ah, okay. Also nicht am Museum selbst.
Liebe Bürger von New Leaf, unser neuer Museumsausbau ist fertiggestellt. Das ist für uns alle ein Grund zu feiern. Danke, dass ihr zu diesem Anlass hierher gekommen seid. Ich bin Melina und ich werde euch durch die Feierlichkeiten führen. Wie glücklich die alle aussehen. Danke, das ist sehr nett von euch. So, wir werden jetzt eine Rede halten. Ich übergebe das Wort an Bürgermeisterin Milou. Gute Arbeit, Leute. Genau auf den Punkt gebracht. So, und jetzt machen wir noch ein schönes Bild auf die Fertigstellung des Projekts und die harte Arbeit, die dahinter steckt, angemessen zu würdigen. Achtung, fertig. Bumm. Damit sind die Feierlichkeiten abgeschlossen. Eigentlich ein bisschen schade, dass die Feierlichkeit nicht am Museum stattfindet. Aber ja, wir müssen heute auch noch auf jeden Fall zu Samselt. Ich würde sagen, wir pflücken hier jetzt erstmal einen Apfel. Dann gehen wir zuerst zu Samselt. Und danach können wir nochmal gucken wegen Stadtverschönerungen. Ich glaube, ich hätte Lust, das Schlummerhaus zu eröffnen, damit unsere Einkaufsmeile nicht so leer aussieht. Ich habe Essen. Und zwar... Oh, wir könnten ja auch den Durian... Das habe ich voll vergessen. Ich habe ja den Durian geschenkt bekommen. Das könnten wir ihm natürlich auch geben. Oder den Durian, das Durian, die Durian. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, was haben wir denn hier? Eine Durianfrucht. Die sieht echt lecker aus. Puh, ich fühle mich gleich viel besser. Also gut, ich muss mich noch vorbereiten auf den Witz. Und jetzt kommt mein Witz. Danke, vielen Dank. Mein Wutwitz ist genau die richtige Medizin, wenn du unter schlechten Witzen leidest. Heute hat mich eine dumme Sache echt wütend gemacht. Vor der Show gehe ich am Museum vorbei und da hält mich plötzlich eine Horde blauhaariger Frauen auf. Sie kreisen mich ein mit ihren Kameras und lassen mich einfach nicht vorbei. Ich denke mir, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ich kann nicht jeden Fan alle Wünsche erfüllen, oder? Aber ich kann nicht Nein sagen. Also ich sage, okay, okay. Die Damen sind auch gleich viel fröhlicher. Und dann? Dann geben sie mir ihre Kameras. Und das heißt, ich soll sie fotografieren. Mal im Ernst, wofür gibt es denn Fotoautomaten? Okay. Was meinst du? Ich glaube, mein Wutwist hast du heute zum ersten Mal gehört. Das bedeutet, dass wir jetzt die Emotion Wut... Wir haben die Emotion Wut gelernt und jedes Mal, wenn wir wütend sind, dann ist er erschrocken. Das finde ich auch witzig, eine witzige Reaktion. Wir müssten es mal neben den Bewohnern probieren, dass wenn wir quasi neben den Bewohnern wütend sind, ob die dann auch so eine Reaktion geben oder ob es denn egal ist. Suchen wir uns mal einen Bewohner und gucken mal. Hier. Oh, ich war irgendwie zu langsam. Ah ja, es funktioniert bei den Bewohnern auch. Wie witzig, wie witzig. Ich finde das so witzig, so cool. Okay, ich mag nochmal mit Keks reden. Schau mal, wir begegnen uns ja schon wieder. Was wolltest du? Mich mit dir unterhalten. Das Haus von Sandrine ist wirklich ein kleines bisschen größer als meins. Nein, nein, ich bin nicht neidisch, überhaupt nicht. Okay. Mit Flora haben wir, glaube ich, auch noch nicht geredet. Wie läuft der Mittag so, Groll? Willst du quatschen? Oh, hey, ich habe eine großartige Idee. Warum kommst du nicht spontan zu mir? Wir können über alles Mögliche quatschen, du weißt schon. Wie sehr wir Popcorn lieben und so. So Zeug halt. Was meinst du? Hast du Lust mitzukommen? Och, ich kann nicht reden. Gut, lass uns losmarschieren. Ich glaube, ich war noch nie bei Flora zu Hause. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich war noch nie bei ihr. Und warum haben alle dieses hässliche Mumien-Top an? Sie hat es an, Keks hat es an. Achso, nee, stopp, hier ist ihr Haus. Aber ich glaube wirklich, ich war noch nie bei ihr. Mich nervt es so,
so übertrieben, dass sie dieses Groll von Leonardo übernommen hat. Fühl dich wie zu Hause. Diese Säule habe ich ihr geschenkt. Den Orangenhocker habe ich ihr geschenkt. Der Orangenhocker oder Sessel oder Stuhl. Der passt eigentlich ganz gut in ihre Wohnung. Diese Säule eher weniger. Vielleicht kann ich sie ja so oft nerven und ansprechen. Bis ich... Ja, bis ich es wieder kaufen kann. Ich kann es zurückkaufen. Also was heißt zurückkaufen? Ich habe es ihr ja geschenkt. Aber dann ist dieses hässliche Ding aus ihrem Haus raus. Das ist auch gut, glaube ich. Okay, dann... Schön war's, Flora. Ich finde deine Wohnung schön. Ich dachte eigentlich, dass noch eine Kleinigkeit fehlt. Aber bei dem netten Urteil werde ich ja fast rot. Danke fürs Vorbeischauen, Milou. Ja, ich hatte jetzt gerade echt keine Lust, alles von ihr vorzulesen. Weil ich Flora sowieso eigentlich nicht so gerne mag. Die muss irgendwann ausziehen. So, bevor wir die Folge beenden, weil sie echt schon wieder relativ lang geht, würde ich sagen, die eine Rübe lassen wir eben noch vergammeln, gehen wir noch ein Stadtprojekt machen. Oder beziehungsweise eine Stadtverschönerung. Und wir haben aktuell noch nicht so coole Vorschläge von unseren Bewohnern. Ja, die Sachen, die wir jetzt gerade haben, die sind echt nicht so der Burner. Irgendjemand hat mir den Leuchtturm vorgeschlagen. Den finde ich aber auch nicht so schön. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Schlummerhaus an. Und bauen das Schlummerhaus. Damit unsere Einkaufsmeile nicht so leer aussieht. Und... Dann können wir es auch gleich jetzt fertig spenden, damit das Schlummerhaus dann morgen in der Einkaufsmeile steht. Dafür rennen wir jetzt erstmal ins Postamt und heben ein paar Sternis ab. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich nochmal Briefe schreiben soll, also an meine Bewohner. Aber es ist halt so anstrengend und langweilig. So, jetzt heben wir mal ein paar Sternis ab. Das sind ein paar viele, ich weiß. Aber wir können auch nochmal mit Tom Nock sprechen. Und dann können wir auch gleich noch unseren Hauskredit abbezahlen. Ich hätte eigentlich erst zu ihm gehen sollen. Und nicht zuerst ins Postamt. Okay. Wir können jetzt zahlen. Die Klinkerfassade ist auch ultra schön. Es gibt echt einige schöne Möglichkeiten, das Haus zu gestalten, finde ich. Aber ich mag eigentlich mein Haus so, wie es ist. So. Und jetzt bezahlen wir erstmal unsere Schulden ab. Jetzt haben wir aber nicht mehr so viel, dass wir das Schlummerhaus bezahlen können. Hurra, mein Haus ist abbezahlt. Deswegen nehmen wir noch mehr Sternis mit. Damit wir auch ganz sicher das Schlummerhaus bezahlen können. Oh wow, und jetzt haben wir echt nur noch 300.000 Sternis. Das ist nicht mehr so viel. Aber wir haben jetzt halt auch wirklich viel Geld ausgegeben in letzter Zeit für Hausvergrößerung, Stadtverschönerung und so weiter. Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal direkt unser Obergeschoss nochmal aus. Ups. Mann, heute habe ich es eilig. Ich drücke die ganze Zeit B und dann verklicke ich mich immer. Vergrößern. Obergeschoss. Okay. Und morgen haben wir ein größeres Obergeschoss. Sehr gut. Ach ja, ich habe mir auch noch gedacht, bevor ich
QR-Codes runterlade für Wege. Man hat ja leider sehr wenig Platz für Designs. Und ich bin aktuell am Überlegen, ob ich einen zweiten Spieler hier erstelle und auf dem zweiten Spieler dann die Designs speichere. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich den zweiten Spieler oder die zweite Spielerin nennen könnte, also vom Namen her. Und großartig, es werden genügend Spenden für das Projekt gesammelt. Genau, und wenn ihr vielleicht einen Vorschlag habt für einen Namen, für einen zweiten Spieler, dann dürft ihr den Namensvorschlag sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Bis dann!